Ja, hallo Futter- und Outdoor-Freunde, hier ist der Pascal, der Forest Walker, hier zusammen mit dem No. Und heute in dem Video geht es darum, dass der No sein Campervan hier hinten vorstellt, den VW T5. Und wenn du Interesse dran hast, dann bleib dran, nach dem Intro geht's los. Ja, wie eben schon gesagt, möchte der No euch heute seinen umgebauten T5 Campervan vorstellen. Und wir fangen von außen an. Der No erzählt ein bisschen, was er von außen so vorgenommen hat. Und dann arbeiten wir uns nach innen zum Auto. Und innen hat er auch einiges an Umbauten vorgenommen, dass er schön drin schlafen kann. Aber das werdet ihr jetzt gleich auch alles sehen. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Hallo, ich bin der No und das ist mein Bus. Als Basis dient ein VW T5 Transporter, Kastenwagen, Motor 2 Liter Diesel mit 140 PS. Jetzt kommt am besten einfach mal rum und ich zeige euch ein bisschen was. Da das Ganze ein Kastenwagen war, hatte der natürlich auch keine Seitenscheibe gehabt. Die habe ich jetzt zusätzlich hinzugefügt. Dazu musste ich die Flex ansetzen und in die Karosse ein Loch reinschneiden. Bevor ich tatsächlich die Flex und die Stießsäge an der Karosserie angesetzt habe, habe ich natürlich die Einbaumaße des Herstellers mit Bleistift an der Karosserie übertragen und das Ganze doppelt und dreifach überprüft, bevor ich noch ein zu großes Loch einschneide. Wie ihr seht, hat der Einbau funktioniert und die Scheibe sitzt da, wo sie sitzen soll. Das Besondere an der Scheibe ist, dass man hier dieses Fenster öffnen kann. Aber das zeige ich euch nochmal von innen genauer. Jetzt gehen wir zum hinteren Teil des Busses und ich zeige euch jetzt noch die Lufthutze. Die wurde auch nachträglich hinzugefügt. Dazu musste ich natürlich auch ein Loch reinsägen. Und die dient dazu, dass ich auch nachts im Bus schlafen kann und die frische Luft da drin zirkulieren kann. Ich habe mir keine speziellen Felgen gekauft, da mir diese schwarz-matten Stahlfelgen sehr gut gefallen. Und die ziemlich gut mit dem restlichen Fahrzeug harmonieren. Wie eben bereits erwähnt, ist das hier ein Transporter gewesen, der ab Werk keine Heckscheibe drin hatte. Von daher musste ich mir diese Scheibe auch nachträglich einsetzen, genauso wie ich es mit der Seitenscheibe gemacht habe. Am Heck habe ich sonst keine weiteren Veränderungen vorgenommen und deswegen geht es auch schon weiter zur Beifahrerseite. Hier ist ebenfalls wieder eine Lufthutze drin, wie auf der anderen Seite auch schon. Ansonsten habe ich hier auf der Beifahrerseite nichts verändert und deshalb schlage ich vor, jetzt nach innen zu gehen. Als ich mir den Transporter angeschafft hatte, war der Laderaum komplett leer gewesen. Zwischen Fahrerkabine und Laderaum war eine Trennwand gewesen, die ich aber ausgebaut habe und mir stattdessen Vorhänge reingemacht habe. Als nächstes habe ich mich um den Fußboden des Transporters gekümmert. Dazu habe ich eine große Holzplatte zugesägt und einen Vinylbelag verlegt. Als Tritt- und Einstiegsschutz dient eine Aluschiene. Im nächsten Schritt habe ich die Decke verkleidet. Dazu habe ich normales Nuten-Federholz verwendet und noch LED-Spots eingesetzt, die momentan aber leider noch nicht angeschlossen sind. Kommen wir nochmal zur Seitenscheibe zurück. Wie eben bereits erwähnt, lässt sich diese von innen öffnen und in zwei Stellungen arretieren. Sowohl die Seitenscheibe als auch das Heckfenster habe ich bei der Firma Kira Vans in England bestellt. Um auf Reisen bequem in meinem Campervan übernachten zu können, habe ich mir ein Bett gebaut. Dazu dienen zwei Matratzen und ein ausziehbares Untergestell. Wie das Ganze im aufgebauten Zustand aussieht, zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, habe ich das Bett mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Die Liegefläche beträgt 1,90 m x 1,20 m. Als nächstes kommen wir zum Schrank und dazu baue ich das Bett wieder zurück. Um es etwas gemütlicher und geordneten Schauraum zu haben, habe ich diesen Schrank gebaut. Ich habe mich für Pappelsperrholz entschieden, da es einfach leichter ist als andere Holzarten und trotzdem robust ist. Um den Schrank optisch aufzuwerten, habe ich eine Weltkarte aufgeklebt und passend dazu Türknäufe in Kompassoptik montiert. Insgesamt hat der Schrank 6 Türen und eine Ablagefläche. Damit sich die Türen nicht während der Fahrt versehentlich öffnen, habe ich starke Magnetverschlüsse verwendet. Die Schranktür habe ich absichtlich in dieser Höhe angebracht, damit ich eine Ablagefläche gegebenenfalls zum Kochen oder aber auch einfach nur als Tisch verwenden kann. Damit das Ganze noch gemütlicher hier drin wird, habe ich mir zusätzlich eine Schranktür mit Weinhalter eingebaut. Ansonsten bietet der Schrank genügend Platz, um Kleidung für zwei Personen zu verstauen.
Da ich auf Gemütlichkeit viel Wert lege, habe ich hier am Heck auch noch Gardinen zusätzlich angebracht. Um das Ganze hier noch wohnlicher zu gestalten, habe ich an den Schrank ein Packboard angebracht. Dieser dient einfach dazu, um Kleinigkeiten oder Notizzettel gegebenenfalls über diese Klammern oder diese Expander zu befestigen. Zum Glück war von Anfang an schon eine Standheizung eingebaut. Diese kann ich durch das Steuergerät vorne am Armaturenbrett sowohl an- und ausschalten, als auch durch eine Timerfunktion steuern. Jetzt kommen wir zum Fahrersitz, denn da habe ich auch noch eine Veränderung vorgenommen. Um eine weitere Sitzmöglichkeit nach hinten Richtung Laderaum zu haben, habe ich mir eine Drehkonsole unter den Fahrersitz gebaut. Und somit lässt sich dieser um 180 Grad nach hinten drehen. So, das war es jetzt soweit zum umgebauten Campervan hier vom No. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns das Auto so vorgestellt hast. Ja, mit der Zeit wird der No wahrscheinlich noch die ein oder andere Veränderung vornehmen. Ja, unter anderem natürlich dann auch die LED-Spots, die er eben schon erwähnt hat. Die müssen natürlich auch noch angeklemmt werden. Aber ansonsten kann man an so einem Auto natürlich ja immer etwas verändern und verbessern. Ja, Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Abonniert noch hier den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss. Whew!